Da bin ich! Ich bin Fernsehen. Guten Morgen allerseits. Was ihr gerade gesehen habt, ist tatsächlich wahr. Ich war wirklich im Fernsehen, im norwegischen Fernsehen NRK. Das ist quasi der norwegische Rundfunkkanal, wenn man es so sagen will. Heißt was anderes auf Norwegisch, aber im Sinn das Gleiche. Und genau, dazu ein bisschen mehr später, aber es ging darum, um einen Weltrekordversuch. Deswegen das Fragezeichen im Titel. Außerdem haben mich zwei Freunde aus Dinkelsbühl besucht für eine Woche. Das war eine sehr schöne Woche. Haben sich Oslo ein bisschen die Gegend angeschaut und ich konnte ein bisschen Touristenguide-Erfahrung sammeln. Mehr oder weniger erfolgreich. Für unsere Schwimm-Challenge galt es noch, den März abzudecken. Und darum sind wir am 24. dann zu Lindøya gefahren. Das ist eine der Inseln im Fjord vor Oslo. Und diesmal war das Ganze mit deutschen Zeugen, die mich für eine Woche hier in Oslo besucht haben. Dankeschön an euch. Verpeilt wie ich bin, habe ich natürlich geschafft, die Kamera auf Fotomodus zu haben und nicht auf Videomodus. Deswegen mussten wir eben nochmal ein zweites Mal rein fürs Video. Sightseeing in den größten Teilen von Oslo, hier in dem Fall oben bei Holmenkollen, dem Skihüpfding. Und wie bei jedem touristischen Besuch in Oslo darf natürlich nicht der aufgehäufte Stapel an nackter Leute fehlen. Außerdem gab es in Oslo, um den Frühling willkommen zu heißen, eine Aktion von Ben & Jerry's, wo sie kostenlos Eis verteilt haben. Jeder konnte hin und sich eine Kugel holen. Über den Tag verteilt habe ich mir insgesamt 3 Kugeln geholt, weil ich 3 unterschiedliche Freundesgruppen hatte. Hab's genossen. Und ein kleines Bart-Update. So, jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen, dass er in schön 3 Dingern geflochten ist. Allerdings wird das Ganze wohl nicht lange halten. Das ist immer das Blöde daran. Und ich glaube nicht, dass ich den wieder so ziemlich perfekt so gut hinbekomme. Aber probieren kann man es ja mal. Und was war das jetzt mit diesem Weltrekordversuch? Die Idee war es, Verdis Gefangenenchor mit so vielen Sängern wie möglich auf dem Opernhaus, oben auf dem Dach, aufzuführen, um damit den Weltrekord zu schlagen. Das Problem war nur, das war weder angemeldet als offizieller Weltrekord, noch gibt es überhaupt die Kategorie größter Weltrekord-Chor-Dingensens. Und ja, letzten Endes kam es dann so, dass wir 3026 Leute waren, alle auf dem Opernhaus, obendrauf, haben das ganze Ding gesungen, 4-5 Mal. Wurde im Fernsehen live übertragen und eine Dokumentation danach dann auch noch drüber gedreht. War eine riesen Gaudi, aber es war kein offizieller Weltrekord und das Guinness-Weltrekord-Organisation hat es auch logischerweise nicht akzeptiert, weil es nicht offiziell abgenommen war und nicht an irgendwelchen Richtlinien gebunden ist. Aber dabei sein ist alles und es war wirklich ein super tolles Erlebnis. Es waren Leute aus komplett Norwegen da, von ganz im Norden, im Süden, von überall, aus anderen Ländern teilweise auch. Und ja, war einfach toll, in so einer riesengroßen Masse zusammenzusingen. Das Ganze war zur 10-Jahres-Jubiläumsfeier des Opernhauses. Um die eigentliche Aufführung zu sehen, könnt ihr hier oben rechts klicken oder wird am Ende des Videos auch nochmal verlinkt. Hier ein kleiner Überblick, Durchblick, wie auch immer, Rundumblick in dem ADF-Café, wo ich immer gearbeitet habe. Einfach um einen groben Eindruck zu bekommen, wie das da so ausgesehen hat und was da alles so komplett studentenbasiert und geleitet, organisiert, aufgebaut ist und aufgebaut wurde und benutzt ist. Das Ganze ist eben Kaffee und Bar gleichzeitig, tagsüber Kaffee, abends Bar. Und ja, war eigentlich ganz schön da zu arbeiten. Das Maskottchen von ARF, was für Realist vor den Dingen steht, ist der Bär. Und darum gibt es hier überall in dem Pub, bzw. im Café, was auch gern die Bärenhöhle genannt wird, überall Bären, Bilder von Bären und Teddybär und so weiter. Mit ein paar Freunden ging es dann noch hoch auf Wetterkolltoppen, um den letzten Schnee zu genießen. Und nein, natürlich kann ich nicht ernsthaft bleiben. Aber auf jeden Fall haben wir dann ein paar Schneeengel gemacht, die sieht man hier wunderschön. Hier sind sie eingezeichnet. Und wie die zustande kommen, ist, ja, wie eben Schneeengel gemacht werden.
Namen, wo auch unter anderem das Postbüro vom Weihnachtsmann liegt, das ganz offizielle. Und anschließend haben wir quasi das Wochenende zusammen verbracht, um hauptsächlich zu lernen für Uni. So zumindest der Plan. Letzten Endes haben wir ziemlich wenig für die Uni gemacht, aber hatten auf jeden Fall ein ziemlich gutes Wochenende. Oh mein Gott!